Guten Morgen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen empfindlich geworden mittlerweile, aber langsam kotzt mich das an. Thema Kunstfleisch. Grüße aus der Zukunft. Soylent. Wir kennen wahrscheinlich alle den Film Soylent Green. Wer nicht, einfach auf meinem Kanal suchen. Ich stelle den vor und da gibt es dann auch einen Link. Tja, ich hatte ja gestern schon über das Thema Vitamin C-Lüge berichtet, was selbst die Öffentlich-Rechtlichen vor 4 Jahren allerdings an den Pranger stellten. Aber nochmal zum Thema Kunstfleisch. Pardon, bin ein bisschen erkältet. So. Tja, wie kam ich drauf? Nee, halt, zurück. Ich erzähle ganz kurz. Nee, das war 2015. Da waren wir immer gerne beim Chinesen und komischerweise, man hat ja bei richtigem Hähnchenfleisch oder Geflügelfleisch irgendwas auch in Zähnen. Muss nicht sein. Wer bessere Zähne hat, der nicht, aber okay. Und das hat uns immer gewundert, das hatten wir nicht. Und komischerweise hat uns der nette Kerl, der chinesische Küchenmeister, da nie gesagt, wie er es macht und warum das gut schmeckt und na und so weiter und so fort. Und das habe ich mal unserem Hausi erzählt und der hatte damals gesagt, wieso, das ist Kunstfleisch. Und dann sind wir beim nächsten Mal essen gegangen, haben wir die Sache mal ein bisschen genauer untersucht. Ja, das war alles so eine Pampe, wenn man richtig hingeguckt hat. Hatte man aber nichts, war immer schön scharf und gut und naja. So, heute Abend gab es Hähnchenschnitzel. Meine Frau hatte die gemacht und das hat geschmeckt und aber irgendwie kam mir das wieder mal verdächtig vor. Ja, ich rieche vielleicht den Furz im Dunkeln, aber naja. Jedenfalls habe ich dann gesagt, du, da stimmt was nicht. Hier diesen Link, den werde ich euch dann noch unter das Video schreiben. Das führt direkt zum Ergebnis einer YouTube-Suche. Da kann man sich dann satt sehen, was alles so los ist. Also zurück zu dem heutigen Abend. Hähnchenschnitzel, Spitzenqualität aus der Hähnchenbrust. Ja, aus der Hähnchenbrust. Flüssig gewürzt, gut, nichts dagegen. Paniert und gebraten. Also meine Frau brät die dann immer richtig und ich habe dann genau hingeguckt und Foto jetzt von der Verpackung gemacht. Hähnchenfleisch und da steht hoch 1 und dann in Klammern 74%. Na, jetzt könnte man denken, okay, da ist so viel außenrum, ne, an Panade, dass das vielleicht nicht schlimm ist, aber 74%. Und wieso hoch 1? Und da muss man lange gucken. Und das ist wirklich schon ein schön vergrößertes Foto. Und da stand dann QS-Ware. Ich habe sonst noch viel angeguckt. Ja, okay, die waren nur bis morgen haltbar. Aber naja, wir wissen ja alle, dass das alles nicht so spannend ist. Aber darum geht es nicht. Nicht gleich in die Tasten hauen. Immer ruhig bleiben. Es kommt gut. So, jedenfalls QS-Ware. Habe ich bei Google geguckt, bei unserem wichtigen alles besser. Ja, und da habe ich zum Beispiel eine Zeile gefunden, seit dem BSE, das war auch so ein Quatsch, seit dem BSE-Skandal dürften Knochen von Rindern, Schafen und Ziegen nicht mehr zur Herstellung von Separatorenfleisch herangezogen werden. Separatorenfleisch ist eigentlich das, was übrig ist, wird nochmal durch feinste Häckselmaschinen gejagt, zum Schluss die Knochen rausgefiltert, also das, was übrig ist, sogar die Knochen rausgefiltert und dann, naja. So, das. Aber nebenbei, so, ich habe aber nach was anderem geguckt und zwar QS, Prüfzeichen, ja, denkst du, Qualitätssicherung oder sowas, ne? Nee, 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 nee. Die andere Bedeutung von QS ist auch Quantum Satis. Also die Menge bis zur Zufriedenheit könnte man so frei übersetzen. Oder wie die es übersetzt haben, so viel, dass es genügt. Eine Mengenangabe in der Medizin, der Lebensmittelherstellung bei Koch- und Backrezepten. Quebec ist was anderes. Was ist Quebec? Quebec ist stand darunter, deswegen haben die es noch mit angeführt. Also gut, ich auf diesen Link. Drops. Und da liest man doch allerlei, ne? So viel wie nötig oder so viel, ich sage mal so viel, dass man zufrieden ist. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem QS. 74%, naja, so viel wie nötig, ne? Wir wollen es ja nicht übertreiben, wir wollen ja nicht noch mehr von dem billigen Zeug reinschmeißen, damit wir nicht noch unnötig Geld ausgeben. Die Abkürzung im Lebensmittelrecht wird auch im Lebensmittelrecht als Mengenangabe für Lebensmittelzusatzstoffe verwendet. Also auch dafür. Leute, helft mir, vielleicht liege ich auch total falsch, vielleicht geht es wirklich nur um dieses. Und QS ist ein tolles Zeichen, dachte ich. Ja, gut, man will ja nicht gleich. Ne? So, also hier, wie gesagt, QS-Ware und dann. Da stand doch was drunter hier.
Also hier drunter, ich konnte das alles jetzt nicht aufs Bild kriegen, hier drunter steht Aldi Transparent Code, ATC. Aldi Transparent Code. Wunderbar. TIL 37641 722 0816. Habe ich mein Handy genommen, das Ding eingescannt. Und dann lande ich auf einer Seite, da steht ein Code, den Sie schnell und unkompliziert mit Ihrem Smartphone einscannen können. Der Code, QR-Code, führt Sie innerhalb weniger Sekunden zu den Herkunftsinformationen. Oh, dachte ich nur, das geht ja. Sollten Sie einmal keinen QR-Code finden können, können Sie den stets aufgedruckten ATC als Zeichenfolge auf dieser Internetseite eingeben. Tja, naja. Seit der Einführung der Rückverfolgbarkeit bei Aldi im Jahr 2013 finden Kundinnen, ah nee, Entschuldigung, die schreiben Kundinnen und Kunden, jedenfalls finden die Kunden unser Transparenzangebot auf einer stetig wachsenden Anzahl von Produkten. Diese stetig wachsende Anzahl, das hat mich dann doch ein bisschen auch wieder nachdenklich gemacht. In enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten arbeiten wir intensiv an einer kontinuierlichen Ausweitung des Angebots. Da habe ich diesen Code eingegeben, diese 37641 722 0816. Ich habe das mit Leerzeichen, ohne Leerzeichen, sonst was eingegeben. Ich hatte auch ausprobiert, NLT 12345. Dann bin ich bei Fleisch gelandet, stand Musterfleisch, Musterstadt und so weiter. Und dann dachte ich, okay, dann muss ja diese 37 hier nochmal. 37641, ja, Ergebnis war. Zu dem von Ihnen angegebenen Tracking-Code sind leider keine Daten hinterlegt. Einfach wissen, was drin ist. Ja, was denn nun? Moment, nochmal zurück. Dann dachte ich, halt, mach ich das mit TIL. Es hat so oder so nicht funktioniert. Vielleicht, meine Damen und Herren, können Sie das besser. Ich war vielleicht auch zu doof. Jedenfalls, das Fleisch, das weiß ich, das war auch so ein Kunstkram. Das war ohne Faser, ohne alles. Das war einfach, naja, durchs Braten schon etwas unkenntlich, aber ansonsten war das eine Paste, die fest geworden ist. Insofern bin ich nicht doof. Aber vielleicht bin ich zu doof, das hier richtig einzugeben. Ja, QS-Ware. Dann habe ich nochmal QS-Ware. Nochmal hier nachgelesen, was ich eben gerade schon erzählt habe. Nee, es wurde nicht besser. Es wurde nicht besser. Tja, und dann, wie gesagt, Hauptsache billig, was wirklich in der Supermarktwurst steckt. Dieses Video hatte ich gefunden, das war weiter oben. Und dann gibt es hier einen, der ist so ein richtiger Verfechter von Qualitätskram. Schauen Sie sich das alles an, auch wenn es mal vom Spiegel ist. Ich glaube, die wollen es damit etwas ablenken und so tun, als wenn sie die Kritischen wären. Wissen wir alles, müssen wir nicht kommentieren, lohnt sich nicht. Dass die uns alle damit auf eine andere Art beruhigen wollen, wissen wir selber. Dieses Video hatte ich gesehen, da hat er schon einiges gucken lassen, der gute Mann. Hat mir sehr gefallen. Wie gesagt, ich muss mir nicht alles angucken. Tja, und das Jahr 2022, die überleben wollen, Soylent Green. Der Artikel, der Film, der heißt wirklich so, Soylent Green. Und dann Jahr 2022. Deswegen habe ich damals im Sommer irgendwie ein Video drüber gemacht. Einfach auf dem Kanal suchen. Ich verlinke nicht alles. Dann dachte ich, halt nochmal, was heißt denn eigentlich Soylent? Und siehe da, Wikipedia weiß alles, die Klügsten der Klugen. Soylent ist ein flüssiges Nahrungsmittel, ähnlich der Sondennahrung oder Astronautenkost. Beworben wird es als Grundnahrungsmittel. Das, naja, zur Kritik. Die gesundheitlichen Langzeitfolgen von Zollen sind noch nicht ausreichend erforscht. Vor allem die Vitaminzusätze. Sind wir nicht da schon mal gerade gewesen? Ne? Vitaminzusätze könnten einen negativen gesundheitlichen Einfluss haben. Ich muss jetzt auch mal die liebe Oma, Grandma, also eine der auch für mich wichtigsten Kommentatoren, ich kenne sie beinahe persönlich, wir haben viel telefoniert, also ich schätze die Frau, die hat echt Ahnung von dem Kram. Guckt mal unter dem Vitaminvideo, da sind von Oma, Grandma, ich nenne sie immer liebe Omi, sind einige wichtige Artikel, da hat sie wirklich mir die Augen noch weiter geöffnet. So, einige Hersteller bieten daher Vollwerternährungsalternativen an, welche allerdings ebenfalls nicht erforscht sind, na und so weiter und so fort. Tja, das Ding wurde erst am 12. Oktober 2022 ich hätte beinahe verfälscht gesagt, also bearbeitet. Das ist, naja, wir wissen ja, was auf Wikipedia los ist. Wirklich, Leute, meckert da nicht rum, aber geben Sie mir bitte Tipps,
ob ich hier mit diesem Kram falsch liege, ob ich hier was falsch eingegeben habe oder was auch immer. Geben Sie Ergänzungen, meine Damen und Herren. Machen Sie uns klüger und meckern Sie nicht rum. Ich wünsche, obwohl es jetzt schon 10 Minuten gedauert hat, noch eine gute Nacht. Die habe ich jetzt, weil das Thema, das war mir dann heute doch wichtig, nochmal ranzunehmen. Wir werden verarscht. Aber damit wir nicht weiter veralbert werden, müssen wir uns noch besser bilden. Ja, ist schade. Wir müssen wahrscheinlich alles studieren, damit wir diesen Betrügern auf die Schliche kommen. Na denn, machen wir weiter. Es gibt schon gute Anzeichen und wir unterstützen diese Anzeichen wenigstens. Es wird schon klappen. Na denn. Also nochmals gute Nacht, alle guten Wünsche. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.